Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Crash Bandicoot 3. Wir sind gerade in dem Level Buglight. Und ja, sind natürlich erstmal runtergefallen, weil die Bonusrunde stockdunkel war. Und ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ich renne jetzt einfach weiter. Verdammt! Oh nein, jetzt muss ich auch noch so weit. Okay, ging. Nicht mit mir. Ach, Kacke. Warum muss der denn gerade jetzt? Das ist in diesem Level immer das Schlimmste, was passieren kann. Dass der einfach weg abhaut. Ja, das ging ja nochmal relativ gut. Ach Mann, warum klappt das denn jetzt nicht mehr? Oh, und jetzt auch nochmal so weit. So. Und natürlich bleibt das hier zu. Immerhin haben wir schon mal den Kristall. Upsa. Doch. Relativ unerwartet. Upsa, das sollte auch. Oh. Naja. Wie dem auch sei. Ja, hätte ja klappen können, aber doch nicht bei mir. Nö. Ey. Ja, aber das. Boah. Was stelle ich mich denn jetzt gerade so an? Das kann doch nicht sein. So. Wir verlieren hier gerade Leben um Leben. Der ging natürlich zu. Aber ist mir relativ egal, da ich das Level jetzt ja bis hierhin sehr gut auswendig kenne. So, und jetzt ratschen wir da einfach mal durch. Mir egal. Nix da. Mein Gott, 40 Kisten fehlen jetzt. Ja, okay, die komplette Bonusrunde ist nicht gemacht worden, da hatte ich keine Lust drauf. Dunkle Level. Bäh. Kann ich überhaupt nicht. Ne, ne, nix für mich. So, ja, jetzt fehlen uns noch hier dieses schöne Level, was wir dann auch mal starten werden. Ich hoffe mal, das dauert nicht allzu lange. Eine Zwischensequenz. Crash, Coco, vergesst nicht, dass wir nicht nur gegen Dr. Cortex kämpfen. Hütet euch vor Uka-Uka, Kinder. Er ist gefährlicher, als ihr denkt. Was willst du uns damit jetzt sagen? Ja, Start haben wir schon mal verhunzt. Aber das heißt ja nichts. Nicht bei diesem Spiel. Wahrscheinlich genau dachte ich mir doch, dass da eine Kiste ist. Wusch! Ja, beide sogar bekommen. Ja, ist mir relativ egal. Hey, ich hatte doch den Boost. Egal, hat nicht gezählt. So. Und Boost. Sehr schön. Können wir uns auch mal ordentlich Speed dazu holen und ordentlich, ey! Ja, danke. Danke, danke. Ja, super. Dabei bin ich bisher so gut gefahren. Da war Nitro, nicht Nitro, ein Boosting, aber egal. Das sieht noch gut aus. Das sieht noch gut aus. So und so. Ja, jetzt geht's mit Schlängel weiter. So. Nix da, da fahre ich nicht lang. Den ollen Trick falle ich nicht rein. Und hier auch nicht. Auch wenn das so gut wie nichts bringt hier. Ach, Glück gehabt. Ordentlich Glück gehabt. Aber ich glaube, das wird nichts.
Na, wenn wir Glück haben. Ach, schade. Schade, schade. Ach, komm. Ach, verdammt. Das war aber knapp. Mann, Mann. Na, aber bin ich so schlecht gefahren, dachte ich. Okay. War also doch gar nicht schlecht. Aber das Schöne an diesen Leveln ist ja, man verliert kein Leben. Kann sie also beliebig häufig wiederholen. Also versuchen wir es nochmal. Erstmal hier gemütlich wieder lang tuckern. Und Kiste holen. Und erstmal hier den dicken Boost absahen. Ach, schade. Da hätte ich noch ordentlich was rausholen können. Und natürlich krass da. Das ist irgendwie unfair. Irgendwie, weil die stoßen einen so stark ab. So, den überholen wir erstmal. Angenehm, wir sind schon Vierter. Geht schneller als ich denke. Denke hört sich doof an. Oh, jetzt ramme ich ja nicht weg. Gut. Weil das wäre fies. So, da haben wir auch schon wieder ein Leben dazu bekommen. Echt angenehm. Vor allem, wenn man so bedenkt, dass hier verdammt. Aber wir sind schon auf dem zweiten Platz, also auf einem sehr guten Weg. Man muss ja nichts riskieren, also jetzt sind wir Erster und das bleibt auch so. Zack. Und nächsten Boost und zack. Und noch ein Boost. Da haben wir jetzt aber mal alles mitgenommen, was geht. Bis auf natürlich den den großen Kristall da, den Edelstein. So hieß es. Ich vergesse den Namen immer. Warum vergesse ich den immer? Ist ja fast schon peinlich. Ja gut. 77 Leben. Probieren wir Mad Bombers aus. Ah, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf, dieses Level. Das ist so doof. Okay, da lang sagt der Pfeil. Genau aus diesem Grund mag ich es nicht. Er geht doch endlich kaputt. So, da haben wir auch schon mal eins runterbekommen. Nicht nix da, so. Na, geht doch kaputt. Blödes Teil. Boah, warum mag ich dieses Level noch nicht so? Wo ist denn? Da ist einer. Aber nicht mit mir hier. Wir können mal alle schön brav abhauen. Ja, das sieht doch bisher sogar ganz gut aus. Ah, geht doch kaputt. Du doofes Teil. Okay. Oh, nehmen wir den mal mit. Wird noch nachher interessant, wenn ich versuche, das auf 100% zu bringen. So, die Kiste machen wir auch noch kaputt. Na, stütze endlich ab. Ja, das sieht auch gut aus. Und jetzt noch da ordentlich draufballern.
Was natürlich nicht klappt. Ah, Gottchen. Dann ist es mir jetzt auch voll egal. Makamikaze mit technisch Methoden da, methodentechnisch da drauf fliegen. Wird schon irgendwann kaputt gehen, ne? So, perfekt. Das ging besser als ich dachte. Sogar viel besser. Endlich. Und da sind wir auch schon beim letzten, beim wirklichen Endgegner. 77 Leben. Dr. N-Cortex. Wunderbar. Das wird lustig. Zwischensequenz. Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Voller Zorn. Wahnsinnig wütend. Erneut habt ihr meine besten Handlanger ausgetrickst und überlistet. Ich müsste mich doch aufregen. Und wir sind auch wütend. Doch es scheint, als hättest du etwas übersehen, mein kleiner Apfelsinenpflücker. Du hast die Kristalle gesammelt und jetzt müssen wir sie dir bloß noch abnehmen. Ja, dann probiert das Ganze mal aus. Ich glaube nämlich nicht, dass das so einfach funktioniert, wie ihr vorhabt. Crash Bandicoot zum letzten Mal! Gib mir die Kristalle! Aber natürlich doch. So, es handelt sich hierbei eigentlich um einen durchaus machbaren Endgegner. Wenn ich jetzt so an den von Crash Bandicoot 1 denke. Oh. Ja, natürlich sollte man da nicht in die in die bösen Dingsies hüpfen. Das war knapp. So, und jetzt müsste der seine bösen Minen werfen. So, und der Abfluss ist aktiv und da treffen wir natürlich auch sofort hinein. Ja, er ist ein ganzes Deut wütender geworden. Interessiert uns aber irgendwie so kaum. Upsala, das war aber knapp. Uninteressant und der müsste jetzt auch wieder seine Minen werfen. Upsala. Ey! Ey, wie gemein, genau auf mich drauf. Puh. Ist ja blöd. Ist ja doof. Echt doof. Och Mann, was mache ich? Boah. Okay, manchmal stelle ich mich auch irgendwie echt ungeschickt an. So. Manchmal habe ich halt meine zwei linken Hände. Ja, diesmal aber nicht. Und da ist sein Schutz kaputt. Und ab in den Abfluss. Und da können wir gar nicht runterfallen. Auch interessant. Und jetzt kommen... Ja, die fetzen sich hier wieder. Sollen sie nur mal machen, ist recht angenehm. Ja, oder auch nicht. Ich stelle mich aber auch echt gerade sehr ungeschickt an. Und gleich ist der Part auch schon vorbei. Boah. Der wirft ja unterschiedlich. Na komm. So.
ein guter Zeitpunkt, um eine Pause zu machen, weil der Part ist jetzt auch schon so gut wie um. Von daher sage ich mal tschüss, bis zum nächsten. Der Pump.